So. Herr Litsch. Hatten wir, Jonas, wir waren noch in dem Dorf und haben da, meine ich, auch schon Werkzeuge von, also so Werkzeugteile gefunden von Tinkers, oder? Also auch schon so coole Kopfteile und so. Ja, da waren Formen. Gab's da. Ah, alles waren klar. Aber, glaube ich, alles Holzformen. Echt? War da, ja. Oh, das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn wir schon direkt eine gehabt hätten. Kann ich die Schmiede nicht auch in den Boden versenken? Bisschen ja, das mehr? Problem ist, man braucht ja Ausgüsse an der Seite. Na gut. Und ich finde das irgendwie, wenn die dann so ein bisschen im Raum stehen, dann sieht das irgendwie besser aus. Man kann ja rechts und links davon so Treppen vielleicht bauen, dass die schon ich, so ein bisschen, ja, das dass machen, sie schon das so ein bisschen ich. Im Boden versenkt ist, aber dass ja, sie das halt trotzdem ich jetzt, so, genau. Das mache ich jetzt. Ja. Räum den nämlich weg, die, ich baue das nicht woanders hin. Okay. Nicht so mitten, ja, nicht so mitten im Raum, so Eingang. Schöner im Raum ist. Ey, diese Bäume, diese Silverwood Trees hier, die sehen echt von weitem aus wie so ein Penis. Mit einer, ja egal, okay, nicht ganz, aber so ein bisschen. Truhe, komm her, hey, Truhe. Oh Mann. Hey, Truhe, eine Truhe läuft vor mir weg. Der Server kann schon einfach gar nicht mehr, was der alles hier gerade zu brechen muss. Irgendwelche verkackten Truten, die irgendwelchen Spielen hinterherlaufen, nur um irgendwelche Sachen aufzufressen. Ja, der wollte draußen irgendeinen Baum fressen, der ist extra rausgelaufen. Und so. Oha. Da vorne sind wieder die Illuminaten und halten ein dunkles Ritual ab, Alter. Wie viele das einfach sind. Diese Kultisten, Ficker. Ja, ja. Das Problem ist, wenn die ausrasten, dann geben die einem auch übertrieben aufs Maul, also. Aber die Kapuzenkerle, die stehen doch nur rum, oder? Nee, nee, die gehen auch mit ab, die Feuer... Müssen an allen vier Seiten Ausgüsse dran? Nee, ne? Also hinten die Wand kann auch eine Wand sein, oder? Es muss eigentlich nur ein Ausguss dran. Ja, deswegen, ich kann es ja hinten an die Wand setzen, so. Alter, das sieht schon so geil hier aus, finde ich, dieses Bergland. Auch mit den Meteoriten da, diese Stelle, die ist einfach so geil, finde ich. Richtig schön. Meinst du den einen Meteoriten oder die zwei Meteoriten? Das sind ja so, ist ja so ein Doppelmeteorit. Ja, ja. Und ich meine diesen Talkessel da, der sieht einfach unglaublich geil aus. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den muss ich mir mal noch reinziehen. Ja, am Dienst... Nee, Mittwochfolge ist gerade schon. Oh, ich bin schon in den Wolken drin, gerade auf den Bergen hier. Das ist so geil, wie hoch die Berge sein können. Oh, ich bin auf der Spitze jetzt auf jeden Fall. Guck mal runter. Auf unser Haus. Sieht aus wie abgefackelt und weggesprengt. Dabei ist es nur noch nicht fertig. Ja, ja. Mal gucken, wie ich hier lebend runterkomme. Ah doch, das funktioniert doch prima hier. So, wieder da. Hallöchen. Bibi. Ja, dann kann ich jetzt endlich mal Tinkers Construct fertig machen. Ah, endlich. Kannst du jetzt mal meinen neuen Hut reinziehen, ja, Alter? Wo bist du denn? Ich bin bei der Farm. Ich komme jetzt ins Haus. Ja, ich komme mal in den ersten Stock. Hallöchen. Warte mal. Es ist der Nyanhead. Nice, Alter. Das ist natürlich ganz schön geil. Wie findest du meinen? Der ist auch ziemlich fett. Ist ein bisschen dezent. Warte mal. Was habe ich denn sonst noch so? Ich habe auch noch ein paar. Turtle's Hideout, The Moonwalker. Der ist auch ziemlich cool. Was habe ich denn noch Schönes? Ich habe den Afro. Der ist natürlich auch cool. Ich habe so einen komischen, hässlichen Handschuh. Und einen Minecart. Der ist auch gut. Stark. Aber ich fand den du gerade aufhattest, auf jeden Fall, der war schon ziemlich stark. Ja. So, ich wollte jetzt hier Tinkers mal fertig bauen, ne? So, was brauche ich denn jetzt alles für Grout hier? Das war irgendwie so ein ganz komisches Zeug. Oh, warte mal. So, Sand und Gravel. Boah, wehe, wir brauchen jetzt Sand und haben keinen Sand mehr, dann... Den hätte ich nämlich gerade auch mitbringen können. Einen Sand mitgebracht?
Sand kann man eh nicht genug haben. Na Mann, du hast keinen Sand hingebracht und hast welche gesehen? Ja, wobei, aber das Problem ist, Gravel stackt halt mega heftig. Also mega heftig. Ja, scheiße, wir haben keinen Sand mehr, Alter. Dann brauchen wir einen Macerator. Ja, wo betreiben wir den? Mit Kohle, keine Ahnung. Lava. Da muss ja Strom rein. Ja. Das ist ja der Kack. Kohleenergie. Lava. Lecker, lecker. Windenergie. So, wo ist meine Truhe? Trüchen, hier geblieben, so. Du packst jetzt erstmal aus hier. So, das kommt hier rein. Und, oh, Alter, wie viel Zeug ich einfach dabei habe. Nicht zu fassen. So. Haben wir eigentlich schon irgendwo so eine Truhe für, ach, egal. Ich pack's einfach hier rein. Ich glaube, wir haben noch keine fertigen Truhen. Ich wollte gerade sagen, das ist alles ein riesiges Chaos hier. So, Gravel brauche ich auf jeden Fall auch. Und da hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen was. Ja, ja, doch, ne? Da oben in der Vorrat. Ich habe auch noch ein paar Stacks. Ja, dann, nee, passt. Ich sehe gerade schon hier, das reicht. Ja, in der Truhe, ich habe die oben auch schon reingeräumt. Ich brauche nochmal Sand. Fuck, wo war denn jetzt hier die... Irgendwie, nee, J. Ach, das... Leute, pennen gehen kurz. Ja, ich komme rum. Jo, top. Wo bleibst du? Ich warte auf dich. Schon. Jawohl. Schon mal bereit? Na sicher. Da bin ich. Nom, nom, nom. Juhu, guten Morgen. So, raketenbereit, jetzt können wir den Weltkrieg anfangen. Also das ging mir schon ein bisschen zu schnell, um ehrlich zu sein. Ach. Mal ein bisschen an deiner Ausdauer arbeiten. Ich wollte nicht, dass es am nächsten Morgen so brennt. So, jetzt... Ich glaube, welches Sandvorkommen... Ich überlege gerade, ob ich nochmal durchs Dorf ziehe, während ich Sand farme, oder ob ich nach Süden gehe. Ach komm, ich gehe jetzt erstmal nach Süden. Alter, ey. Das Sandvorkommen hier unten kratzt sich nicht an. Oh Mann, ey. Diese ganze Ressourcen-Sucherei die ganze Zeit. Nur mal irgendwas zum Laufen zu kriegen, yes. Aber früher war das doch auch so, dass man Sand auch in den Minen finden konnte. Das ist irgendwie in letzter Zeit gar nicht mehr, ne? Gab's mal. Ja, ja. Nicht, dass ich wüsste. Ganz, ganz alte Version war das. Das war so ziemlich eine der ersten, die ich gezockt habe. Kein Plan. Da gab's dann noch Sand in den Minen. Neben Gravel. Zweite Ressource, die runterfallen konnte. Ja, ja. Gibt's nicht mehr in Minen? Bis jetzt nicht mehr gefunden, ehrlich gesagt. Meines hätten sie irgendwann rausgepatcht. Warum sollten wir das rauspatchen? Gravel fliegt ja auch einer auf den Kopf. Ist ja nicht so, dass es dann nicht weg ist. Naja. Naja. Ja, vielleicht hätte ich auch einfach Pech mit meinem Biom. So. Alter. So, 3, 4, 5. So. Hier auch nochmal alles wegmachen. Die Truhe geht wieder voll ab hier. So, den hier noch. Oh, ich finde Sand unter Wasser abbauen einfach so nervig. Alter Schwede. Vor allem, wenn es so leckt gerade wie gerade. Das ist echt. So. Nächstes Mal kopiere ich das mal rüber, ja, dann. Ja. Auf jeden Fall. Wir müssen immer zu dritt zocken dann. Dreifach so viel RAM. Ja, ich denke mal, es ist vor allem die CPU-Power, die fehlt und der Upload, der einfach noch ein bisschen. Upload und RAM halt auch, ne? Ja, ja. Der Aufbau von den Berechnungen. Was man auch machen könnte, ist hier halt Türen unter Wasser platzieren, aber so wie das hier despawnt, ist das halt echt irgendwie mit dem Luftholen und mit dem Rumgeruckel hier, das nervt dann doch schon arg gerade. Gerade wenn man dann hier auch Sand abbaut, dafür brauche ich jetzt einiges. Ich kann ja mal gerade durchkalkulieren, wie ich brauche. Jetzt kein Bock die ganze Zeit hier zu buddeln irgendwie. Eva das Grout, genau da oben.
Gerade mal gucken. Seared Brick. Seared Glass, Seared Window, Seared Tank. Dafür brauche ich 1, 2, 3, 8 Stück und Glass Bricks, Alter. Nice. Komm her, du blöde Truhe. Ein Grout, 8 Grout auf jeden Fall. Und aus 8 Grout kriege ich dann ein Seared Tank hin und dann brauche ich noch, was ist denn das hier? Wo ist denn der Controller? Den finde ich gerade nicht. Warte mal. Da. Auch nochmal 8 Stück. So, und das heißt bei 4 Stück. Warte mal, 4. Dann habe ich insgesamt 32. Ja, 2 Stacks. Ne, 1 Stack brauche ich. Zumindest 1,5, dann sollte es hinhauen. Alter. Gut. Alter, das tut doch nicht Not. Was los? Hat hier so ein scheiß Creeper so ein Stück von unserer Hauswand in die Luft gesprengt. Wie hast du denn das hast du schon ein paar Mal gemacht, ne? Wie hast du denn die Seared Bricks gebaut? Hast du da auch Groot scheinbar, oder? Ja, das Ding ist, die Schmelze, da hat man mega Glück, da stand im NPC-Dorf eine. Die konnte man einfach abreißen. So, deswegen habe ich ihn gefragt, weil ich habe gerade nachgeguckt, wie man noch mehr von den Steinen baut. Ja, die ist mega teuer sonst, ne? Also da brauchst du super viel Sand, du brauchst super viel Clay. Ach man, ich wollte die bis zur Decke hochziehen, damit das schön aussieht. Kann man später auch noch machen. Aber man halt muss doch auch von oben reingucken. Das ist halt ja. Das Ding ist, du kannst ja auch Metalle mixen. Es gibt bestimmte Metallmixe, die du halt nur mit entsprechender Hitze zustande bekommst. Und halt auch nur in der Schmelze. Und genau, da brauchst du dann, das ist natürlich geil, wenn du dann eine entsprechende Fassungsmenge hast. Das ist schon ganz geil. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? Die Schmelze steht jetzt an der Wand. Eine hat hier eine Rückwand. Okay. Viel zu groß. Ganz gut runter. So, ich komme mal zurück. Jetzt reicht es mir mit Sand abbauen. Autsch! Oh fuck ey, dieser Giftfahne geht so auf die Nerven. Passiert jetzt regelmäßig, dass ich da noch drüber laufe. Diese Gnome hier, ne? Mach den halt immer sofort weg. Was ist das? Das wäre sinnvoll. Silverbell. Das hört sich interessant an. Dafür nehme ich mal ein bisschen was mit. Wenn er denn mal despawnen würde. Super. So, jetzt aber. Ist hier noch irgendwo Holz? Nee, jetzt. Manchmal ist die Kiste so ein bisschen nervig. Wenn die am Laggen ist. Naja. Man, ja, ich glaube, wenn da, wo die gerade steht, bauen wenn, will. Wenn das Ganze auf Saschas Server umzieht, dann wird das, glaube ich, ein bisschen besser. Das wäre natürlich schön. Ich glaube fest dran. Also von der CPU-Power, von der Anbindung und von RAM ist es halt viel besser. So. Naja. Eine schon ein gewaltiger Unterschied. Dann können wir hier was anderes drauf laufen lassen. Ausprobieren. Ja, zum Ausprobieren Beispiel. Funktioniert das ja. Obwohl, kann man ja auch mal wechseln, das ist ja nicht, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt schon ein bisschen rumprobiert, aber ich habe das jetzt schon mal eingerichtet, also einfach eine leere Welt, so ein bisschen rumbauen. Ja. Also die Basis habe ich schon drauf installiert. So. Von Feed the Beast, oder? Ja, hier und von der gleichen Mod. Also ich habe quasi denselben Server schon laufen. Ja. Die Safe das ja rüber kopieren. Ja. Das sieht schon geil aus, wenn man in diesen Talkessel hier reinkommt irgendwie. Coole Sache.
alle Schafe auch komplett blau. Haben wir irgendwo noch ein weißes Zuchtschaf oder müssen wir den ja mit Knochenmehl immer wieder weiß umfärben? Müssen wir umfärben, ja, gut, aber ist ja kein Ding. Ja, stimmt wohl. So. Knochenmehl haben wir ja eh unendlich. Ja, so gesehen. Ist ja nicht so, als würden wir das verbrauchen oder so. Eieiei. Beine hier. Warte mal, wenn ich jetzt hier dieses Smeltery, dann brauche ich das hier. Ich brauche Grout und das mache ich mit Clay und Clay. Ach so. So, dann einmal hier. Oh, ich habe 56 Grout jetzt. Das geht doch relativ einfach. Zu machen, da ist er so. Ja, ich dachte, da kriegt man immer nur einen raus, wenn man sozusagen komplett, man muss halt jedes Inventarfeld voll haben von der Crafting, vom Crafting Table, ne? Und ich dachte, man kriegt da immer nur einen Block dann raus, aber man kriegt dann 9 direkt raus, das ist natürlich ganz geil. Wie viel brauchst du denn für so einen Schmelzenblock? 8 Stück, glaube ich, ungefähr. Also, das ist echt machbar. Ja, dann. Also gut, das ist halt, ne, schon ein bisschen was, aber genau, so, dann lasse ich das jetzt hier erstmal durchbrennen. Uppala, was war das denn, Alter? Oh. Gab's gerade einen Lag oder was? Ja, schon, irgendwie war gerade komisch. Mal gucken, was die Truhe alles so dabei hat. Hier, ich pflanze uns noch einen schönen neuen Baum. Ich überlege gerade bloß, wo ich den am besten pflanze, weil der nämlich echt eigentlich ganz schön aussieht. Ich pflanze mal hier vorne auf die Kante, mal gucken, was da so rauskommt. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt den Controller bauen und für den Controller brauche ich einfach nur 8, genau. Und für den Tank brauche ich noch so Glassblocks. Wie baut man denn Glassblocks eigentlich? Da. Wie Glassblocks. Oder warte, ja. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glas in die Mitte packen muss oder so ein besonderes Glas. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich wollte eigentlich 2 Tanks bauen, dass wir halt ordentlich Lava mal reinpacken können. Ich glaube, das war das hier. Ja, genau. Oder vielleicht sogar 3. Mal gucken. Zwischendurch hörst du immer nur dieses Ram. Die Gierigen, ey. Aber zumindest spawnen hier nicht mehr so viele Viecher auf dem Gelände jetzt. Es scheint sich einigermaßen gebessert zu haben jetzt. So, dann gucken wir jetzt doch mal. Ein Controller. 3 Tanks. Passt schon? Ja, perfekt. Und was ich auch noch brauche dann... Ah, wie heißen denn die... Smeltery, einfach nur mal kurz gucken. So. Diese Outputs sozusagen. Smeltery Drain hieß das, genau. Da gab's ja, da hatten wir irgendwie Probleme beim letzten Mal, ne? Das hat irgendwie erstmal nicht so funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Irgendwann hat's dann doch funktioniert, ohne dass wir irgendwas getan haben. Ja. Es gab ja einen Input und einen Output und ich weiß gar nicht, ob wir den benutzen mussten. Den Input? Ja, ich meine, der Input machst du ja über den Controller eigentlich. Da legst du eigentlich alles rein in die Smeltery. Das wird jetzt gleich auf jeden Fall erstmal die Generalprobe, ob die dann total anfängt zu laggen. Wir müssen gleich auf jeden Fall erstmal Lava besorgen, ganz viel. Ach stimmt, das hat dann auch immer herbe geleckt, wenn man da was reingepackt hat, ne? Ja, ja. Lava ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Ey. Das war schon richtig fies. Na gut, wir haben unten den großen Lavasee, ne? Das ist natürlich ganz geil, aber trotzdem ist halt doof, jetzt aktuell mit den Eimern da immer runter zu rennen. So.
Gut, dann gucke ich mir doch an. Oh, das sieht stark aus, genau. So, Achtung. Jetzt gerade mal überlegen. Wir brauchen einmal den Smeltery Drain. Komm, nur kleines Vieh, ich komme da. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rumgebaut. Wir haben auch noch nicht so gute Steine, da muss ich halt Cobblestone hernehmen, dafür haben wir noch genug. Ich will da eigentlich dunklere Steine hin haben, aber ist halt so. Erstmal, da kann man ja noch immer noch alles auswechseln. Vorläufig. So, noch ein gucken, ob ich das Ding an einem Eckpunkt jetzt einsetzen kann hier. Ich habe 5 gebaut, also. So, jetzt müssen wir es gleich mal testen, ob es einfach klappt so. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar mehr Ausgüsse. Ja, also brauchen wir nochmal dasselbe wie vorne oder was? So. Da sind die Ausgüsse. Jetzt haben wir einmal den Tank. Sind jetzt Löcher? Sind da Löcher zum Aufgüssen? Das ist ja gar keine Frage. Das ist die Frage. Deswegen, das müssen wir auch mal sehen. Ich weiß, dass es ursprünglich mal ohne ging, aber es kann sein, dass sie das geändert haben. Müsste man jetzt halt mal ausprobieren. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall erstmal wir haben ein paar Eimer zu schnappen und jetzt erstmal runter in die Mine zu laufen und die ganze Lava da rauszuholen. So, haben wir irgendwo noch einmal Jonas? Fertige oder? Ich habe einen hier. Na gut, aber einen. Wir brauchen ein paar mehr. Auf jeden Fall. Natürlich. Halt mal in meiner Kiste ist einer drin. Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde mir auch nochmal kurz 3 craften dann. Kann man nicht mit dem Schwamm? Das nicht auch sowas? Theoretisch? Nee, der vernichtet Wasser. Der speichert das nicht. Sollen wir mal eben pennen? Können wir machen. Ich klau mir mal den Eimer mit. Ach nee, egal, vergiss es. Alles gut. So. Jo, machen wir. Dann gehe ich jetzt kurz in die Mine, hol mal 4 Eimer Lava hoch. Das wird noch nicht reichen, aber jetzt erstmal zum Testen. Sollte das eigentlich hinhauen? So, und hier haben wir Erze unverarbeitet. Und dann versuche ich da mal. Warte mal, wir müssen ja eigentlich Goldform schmelzen. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal Gold einschmelzen. Wie viel brauchen wir denn da? Ja, schon was. 6, 7, 8, 9. Ausnahmsweise haben wir mal wieder was. Ja, Gold haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Hey. Nahkämpfer-Skelett. Wieso verbrennst du nicht? Hey. Steine verschwindet immer wieder. Piss dich. Piss dich, du Stein. Ich bin unbewaffnet in die Mine. Ich bin auch irgendwie doof. Naja. Oh, das war nur die Truhe. Alles gut. Boah, jetzt gleich bin ich mal gespannt. Wenn die Truhe jetzt in der Lava verreckt, fände ich das ganz schön scheiße. Hat die Truhe Health Points? Ja, irgendwie wird die angezeigt, irgendwie. Boah, da... Ein bisschen Schiss, die jetzt mitzunehmen, ehrlich gesagt. Nein, ja, test es aus. Wenn außer, du hast da ganz krasses Zeug drin. Ja, das muss ich gerade mal checken. Testen ist, glaube ich, doch... Ja, es ist fast alles hier. Futter, Fressen... Ah, zum Testen, dann wissen wir es. Ob es unsterblich ist oder. Ja. Das meiste ist. Also. Ist eigentlich nichts Wichtiges drin. Das kann eigentlich alles verbrennen. So. Der hat voll viele Scaffolds aufgefressen, ne? Truhe. Ah, der frisst alles, was rumliegt, ne? Ja. Oh, ich frage mich gerade, warum ich den Umweg in die Mine gegangen bin. Das ist voll sinnfrei. Hab doch extra hier einen neuen Zugang gebaut. Ich habe da selbst auch eine Treppe, die ist... Der kannst du nicht verfehlen, ne? Ah, das war jetzt ein bisschen dämlich eigentlich. So. Ich hab ja hier die Leiter sozusagen runter.
Ich hab nämlich so eine Wendeltreppe gebaut, quasi noch. Ey, irgendjemand hat den Gang hinten zugemauert zu Lava. Warst du das? Kann sein. Jo. Kann ich Paar dir Gänge sagen, da zugemauert, waren wenn wir da doch so schon eine mal. Fackel, wenn da so Fackeln an der gerade so in der Wand sind, dann. So. Liebster, geliebter Lavasee, da wären wir wieder. So, kommen wir ja auch wieder raus. Ja, voll. Gut. Mal Lava abfischen hier. Sehr schön. So, ich komme mit Lava wieder hoch. Man kann da auch irgendwie so eine Pumpe dran bauen, dass quasi die Lava aus den Seen abgepumpt wird. Solange wir die nicht haben, müssen wir auf jeden Fall alles manuell hier hochholen immer. War doch Industrial Craft Zeug, oder? Ich meine schon, ja. Ist auf jeden Fall auch mit Strom betrieben dann. So. Alter, ey, das ist echt wieder eine Aktion hier. Drei Folgen nur für dieses Tinkers-Zeug jetzt, sozusagen. Einmal Clay suchen, dann wieder Sand suchen, dann dieses Ein Ding bauen. bisschen Abenteuer. Ja, aber es ist halt krass einfach. Mach längere Folgen, dann ist das nicht Ja, so viel. mach ich immer so eine halbe Stunde eigentlich. Das ist eigentlich mal ganz gut. So. Jetzt mal gucken. Jawohl, das funktioniert schon mal. Die muss man dann hier von der Seite aus befüllen. Das ist. Ja, gut. So, und jetzt gucken wir mal. Smeltery Inventory. Ja. Platzieren wir da die ganzen Blöcke drin. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas passiert. Nee, aktuell nicht. Haha. Warum nicht? Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los. Woran. Öppala, woran liegt's? Extra einen Schornstein gebaut oben. Oben geht. Vernünftig. Ah, die ganzen Truhen stehen hier ein bisschen im Weg. Alter, ich will, dass du Sitz machst, aber das geht natürlich so nicht. Weiß auch nicht, wie noch nicht, wie das geht. Umschalt rechte Maustaste, nimmst du sie auf. Inhalt. Lieber geil. Ist ja wie ein Rucksack. Eigentlich cool, ne? Inhalt mit. Ja, dann nimmst du mit Inhalt. Rucksack. Dann mitnehmen und wieder doch entwappen. Hallo, nimmst du das mal auf hier? Alter. Ach so, ich habe keinen Platz im Inventar. Haha. Ich glaube, der nimmt auch das Zeug aus der Truhe anscheinend und schmeißt das dann sozusagen auch, ja, sozusagen mit ins Inventar dann wieder rein. Nein, das ist nicht. Also das, was in der Truhe ist, bleibt in der Truhe. Du hast diesen Stimmt, Rucksack. ich hatte gerade ausgeleert manuell. Vergiss es. Ich meine, es ist Schon nämlich voll, deswegen ich wieder gar nicht mit. spät hier. Könnte nicht so viel tragen Ist ja schon wieder Mist. So. Jetzt der Controller rein. Vielleicht war es auch einfach die Position hier. Du hast sie schon so komplett gebaut, ne? Also hier, es fehlt an keiner ist. Stelle im Block. Nee, ich habe ja alle Blocks wieder verarbeitet. Runter, Okay. runter, also in den Ecken unten sind welche drin. Da, wo du nicht siehst, sogar. Ist auch. 5x5, komplett ausgefüllt. Wieso fängt hier gerade nichts an?
werde die beiden Tanks hier abholen. Vielleicht muss das einfach irgendwie, vielleicht ist es noch nicht genug Hitze oder so. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ja, aktuell passiert irgendwie nichts. Ich weiß, ich muss hier gerade nochmal kurz ein bisschen abreißen. Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Nee, ich fand das schon ganz cool, aber irgendwie, ich weiß gerade nicht, irgendwo hier muss der Fehler liegen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Huch, das habe ich hier einmal kaputt gemacht. Vielleicht ist auch dieser Inserter einfach falsch gesetzt da an der mittleren Seite. Einfach gerade hier abreißen, so schmelzen in Rohform quasi. Eh nur Deko. Hat aktuell keine Hitze, die er erzeugt. Vielleicht muss der Controller auch direkt neben diesen Tank. Das könnte natürlich auch sein. Warte mal, das war Smeltery Drain. Das war falsch. Controller da. Ich guck gleich nochmal ins Wiki auf jeden Fall, woran das liegen könnte.